Eliane Machado wurde in Brasilien geboren und lebt seit einigen Jahren in Deutschland. Sie besitzt eine große Vorstellungskraft, welche ihr beim Schreiben die Möglichkeit gibt, Realität und Fiktion miteinander zu verbinden. Ihr fällt es nicht schwer, einen einfachen Text in eine dramatische und fesselnde Lektüre zu verwandeln. Diese Eigenschaften und ihr Interesse für den Zweiten Weltkrieg ließen diesen Roman, ihr Erstlingswerk, Hitlers Mörder, entstehen. Erik Spiegelmann war ein begabter, junger und gut aussehender Mann. Sein Leben veränderte sich schlagartig, als er und seine Familie von den Nazis verhaftet wurden und zusammen mit weiteren Juden auf einen Güterzug geladen wurden. Niemand wollte es aussprechen, doch allen war klar, wohin ihre Reise führte. Erik gelingt es, sich durch einen Sprung vom Zug zu befreien, um seinem Schicksal zu entkommen, aber er möchte auf keinen Fall den Rest seiner Familie im Stich lassen. Er verschafft sich eine neue Identität und schafft es, sich unter die Nationalsozialisten zu mischen. Er erntet Anerkennung und schafft es, die verschiedensten Konzentrationslager im Inneren zu besichtigen und sammelt so viele Informationen wie möglich. Das Gesehene bringt ihn dazu, seinen Schmerz in Alkohol und Tabletten zu betäuben, bis er zu dem Schluss kommt, dass es nur einen Ausweg gibt, Hitler zu töten. Der spannungsgeladene Roman Hitlers Mörder von Eliane Machado, in der Europa Verlagsgruppe erschienen, ist nun im Paperback-Format und im E-Book-Format online und im Handel erhältlich.